Wenn dich das Skillsystem in Assassin's Creed Valhalla überfordert und du nicht genau weißt, was du überhaupt skillen sollst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn in diesem Video erkläre ich dir das Skillsystem und zeige dir so ein paar Fertigkeiten, die du auf jeden Fall am Start haben solltest. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute erkläre ich dir das Fertigkeitensystem in Assassin's Creed Valhalla und ich würde sagen, wir fangen einfach auch direkt an. Also, wenn wir noch keine Punkte haben, dann starten wir hier in der Mitte und haben quasi die Möglichkeit, in drei Richtungen zu gehen. Und da ist vielleicht schon am Anfang die Frage, in welche Richtung soll ich denn überhaupt gehen? Und grundsätzlich kann ich euch mal erklären, was diese drei Richtungen eigentlich bedeuten. Wir haben hier oben in Rot beispielsweise den Weg des Bären. Das ist quasi so der Nahkampfbereich. Also wenn ihr Richtung Nahkampf unterwegs seid, dann ist das schon mal so eine Richtung, die ihr einschlagen könntet. Hier findet ihr auf jeden Fall alle Fertigkeiten, die den Nahkampf betreffen. Dann haben wir hier einmal den gelben Bereich, das ist der Weg des Raben und das ist quasi dieser ganze Schleich-Assassin-Bereich, also wenn ihr lautlos irgendwie Leute loswerden wollt, dann habt ihr hier die ganzen Skills drin, die euch dabei helfen werden. Und dann haben wir einmal den blauen Bereich und den habe ich erst hier unten angefangen und nicht schon oben. Das ist der Weg des Wolfes und das ist der gesamte Fernkampfbereich. Das heißt, wenn ihr aus der Distanz Schaden machen wollt, dann habt ihr hier die Skills, die euch dabei helfen werden. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, muss ich mich für einen Pfad entscheiden? Und offensichtlich muss man das nicht, denn ich habe auch viele Sachen aus vielen verschiedenen Bereichen geskillt. Was ist denn also der Unterschied? Und der Unterschied ist im Prinzip natürlich einmal bei den Fertigkeiten. Klar, hier haben wir eben die Schleichsachen im blauen Bereich, die Sachen für den Fernkampf und hier einmal Nahangriff bzw. Nahkampf. Und zum anderen werden eben hier Ausrüstungsteile verstärkt. Im roten Baum ist es der Weg des Bären, das heißt eine Rüstung mit dem Bärensymbol wird eben verstärkt. Und bei den anderen Skilltrees ist es eben genauso. Hier haben wir dann den Weg des Raben, das heißt alle Gegenstände mit einem Rabensymbol werden da verstärkt. Und hier haben wir einmal den Wolf und das heißt entsprechend alle Gegenstände mit dem Wolf-Symbol werden verstärkt. Wenn ihr aufmerksam durch euer Inventar geht, dann wird euch auch eben dieses Symbol immer auffallen. Das ist eben immer oben in der Mitte von eurer Ausrüstung. Ich habe hier eben ganz viele Sachen vom Bären. Hier einmal ein Rabending, das heißt alle Bärensachen werden eben verbessert. Ihr müsst euch also nicht auf einen Skilltree festlegen, aber wenn ihr eben viel geskillt habt und viel Weg des Bären habt, macht es eben Sinn, dass ihr eben auch Ausrüstungsgegenstände verwendet, die ein Bärensymbol haben, damit ihr da eben den größtmöglichen Buff drauf bekommt, beziehungsweise die größtmögliche Verstärkung. Ansonsten ist es so, dass ihr hier eben für den Nahkampf was bekommt, Nahkampfwiderstand, aber auch Schleichenverbesserungen sind hier mit drin in dem Skilltree und es ist bei allen Skilltrees so, dass ihr eben Verbesserung für alle Bereiche habt. Das heißt, es ist eigentlich egal, wo ihr euch lang skillt, denn ihr bekommt für alle Bereiche trotzdem Verbesserungen. Und wie in meinem ersten Anfängervideo schon gezeigt, könnt ihr jetzt auch hier immer wieder Skills zurücksetzen. Keine Ahnung, ihr stellt fest, ach, Schrecken finde ich irgendwie nicht so gut. Einfach den Skillpunkt wieder wegnehmen und umskillen. Ihr könnt auch den gesamten Skilltree zurücksetzen oder eben auch hier so eine ganze Linie, je nachdem, wo ihr ansetzt. Das heißt, das ermöglicht euch eben, dass ihr viele Dinge auch ausprobieren könnt und seit dem Patch werden euch auch alle Skills angezeigt, die ihr freischalten könnt. Das war vorher eben nicht so, da musste man immer wild umher skillen, um zu versuchen, dann neue Skills zu entdecken und zu wissen, wo die sind. Das ist praktisch für euch, weil so werden zum Beispiel auch die ganzen Adrenalinverbesserungen euch direkt angezeigt. Und so steht ihr dann auf jeden Fall schon mal auch nicht mehr auf dem Schlauch, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr skillen sollt, weil ihr könnt ja einfach gucken, welcher Skill ist für mich interessant und eben in die Richtung gehen. Das ist auf jeden Fall mega nice, dass das mittlerweile reingepatcht ist. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu Fertigkeiten, die ich am Anfang gelernt habe, beziehungsweise die ich auch Anfängern empfehlen würde. Und wir fangen mal hier oben direkt an mit Stampfen. Und zwar könnt ihr dann auf einen Gegner stampfen, wenn er am Boden liegt. Das ist ziemlich nice und kommt am Anfang auch häufig vor. Und das Ganze sieht dann in der Praxis so aus, dass ihr hier einfach rauftreten könnt. Immer schön auf die Taste Spam, falls euch das nicht angezeigt wird, dann könnt ihr euch auch schön ranziehen und eben so einen Tritt verpassen. Ich habe jetzt mal hier einen Hammer ausgerüstet, damit ich eben auch gezielt stampfen kann. Und so könnt ihr euch ganz schnell einen Vorteil verschaffen und auch schon mal Gegner ausschalten. Bei dem nächsten Skill, den ich gelernt habe, schwanke ich so ein bisschen. Ich finde nämlich beide mega gut, auch gerade am Anfang sehr wichtig. Das wäre zum einen der Paradeschaden, weil dadurch könnt ihr eben Schaden auf einen Gegner übertragen, wenn ihr richtig pariert. Ist mega praktisch. Zum Parieren habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht, wie man das am besten lernt. Einfach hier oben verlinkt, da einmal raufklicken, dann kommt ihr aufs Video. Und zum anderen gibt es eben hier den perfekten Angriff. Und da könnt ihr eben eine Angriffsserie machen und der letzte Schlag macht nochmal ordentlich Damage. Ist auf jeden Fall auch mega nice. Beim Paradeschaden ist es eben so, wenn ihr jetzt perfekt parieren solltet, wenn jemand ankommt, dann kriegt er direkt Schaden. Er hat ein bisschen Leben abgezogen bekommen.
Und auch seine Ausdauer war direkt unten. Vielleicht schaffen wir es nochmal, eben das einmal zu demonstrieren. Da haben wir es nochmal. Weiter am Schaden bekommen, kommen wir dann einmal zum perfekten Angriff. Und zwar müsst ihr dafür viermal auf euren Gegner eindreschen. Der ist jetzt schon platt, das heißt, der perfekte Angriff geht nicht mehr bei mir, weil ich aktuell zu stark bin. Aber theoretisch beim vierten Angriff haut ihr dann nochmal richtig Schaden raus. Ist auf jeden Fall auch mega gut am Anfang. Skill Nummer 4, den ich empfehle, ist auf jeden Fall der fortgeschrittene Meuchelmord. Und da müsst ihr wissen, ob das nicht sogar euer erster Skill ist, den ihr nehmen wollt. Denn damit könnt ihr fast jeden Gegner sofort im Spiel eliminieren. Der fortgeschrittene Meuchelmord ist nämlich mega praktisch, denn auch schon am Anfang könnt ihr damit extrem starke Gegner besiegen. Wie jetzt hier zum Beispiel den vor mir. Ihr seht das, wenn ich ein normales Attentat machen würde, würde er nicht sterben. Aber jetzt hier mit dem Quicktime-Event, das ich schaffe, ist er direkt down und ich bin hier in einem Gebiet für Level 130 und bin selbst nur Level 94. Auch in Kombination mit dem Schlummerdorn beispielsweise ist das mega gut. So könnt ihr nämlich auch Gegner dazu bringen, dass sie einschlafen und dann könnt ihr eben einfach das Attentat ausführen. Und das funktioniert eben auch bei dem Gegner, den ich am Anfang erledigt habe. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, oben für euch verlinkt. Der fortgeschrittene Meuchelmord ist übrigens in Kombination mit dem Kettenattentat auch mega praktisch. Denn solange ihr unentdeckt seid und ein Attentat ausführt, könnt ihr hier wie auf dem Video direkt ein zweites ausführen. Und das ist eben mega praktisch, verwende ich persönlich sehr selten, weil ich nicht so viel unentdeckte Attentate ausführe. Ich gehe rein und kämpfe mir meinen Weg durch und mache das dann eben mit dem Schlummerdorn und mit dem fortgeschrittenen Meuchelmord. Kettenattentat kann ich also auch auf jeden Fall empfehlen. Und als nächstes würde ich mir dann hier die Adrenalinverbesserung mitnehmen. Dadurch könnt ihr nämlich einfach mehr Fähigkeiten einsetzen. Das ist mega praktisch für beispielsweise Bossfights und macht das Spiel einfach generell ein bisschen spaßiger, weil Fähigkeiten machen schon Bock. Ein weiterer Skill, den ich sehr mag, ist hier der Sprintangriff. Und da kommt ihr auch easy hier hin. Wenn ihr schon zum fortgeschrittenen Meuchelmord unterwegs wart, könnt ihr auch ganz easy einmal hier abbiegen und kommt zum Sprintangriff. Und der Sprintangriff ermöglicht es uns, auf Gegner zuzurechnen und einen direkten heftigen Angriff zu machen. Da haben wir direkt die Hälfte des Lebens abgezogen und wie gesagt immer noch Stufe 94 gegen Stufe 130. So könnt ihr dann auch relativ schnell Schilde durchbrechen und wie gesagt einfach sehr viel Schaden machen. Und den Sprintangriff würde ich auf jeden Fall mitnehmen, denn vermutlich wurde ihr später eh zu einem Skill, der euch Leben zurückgibt und dementsprechend liegt das Ganze auf dem Weg. Ein weiterer Skill, der mit auf dem Weg liegt, ist das Schlachtfeldgeschoss und das ermöglicht euch eben, dass ihr Waffen auf eure Gegner speisen könnt, die am Boden liegen. Hier haben wir jetzt noch ein Schwert über von eben und das können wir direkt auf den Gegner schmeißen. Hat jetzt dafür gesorgt, dass der Schild kaputt gegangen ist und er auf dem Boden liegt. Wenn die Person kein Schild hat, dann macht das auch direkt sehr viel Schaden. Und da trifft es auch mal und habt ihr es gesehen, da ist ordentlich was runtergegangen von seinem Leben. Ist auf jeden Fall mega nice und habe ich gerade, als ich es freigeschaltet habe, sehr häufig benutzt. Macht viel Spaß. Und wie gesagt, liegt auch auf dem Weg zum Zähne zusammenbeißen. Und Zähne zusammenbeißen ermöglicht es euch, dass ihr Leben im Kampf regenerieren könnt, wenn ihr Schaden genommen habt. Und das mit dem Zähne zusammenbeißen läuft folgendermaßen. Ich kriege jetzt hier Schaden. Und wenn ich ihn wieder angreife, bekomme ich eben einen Teil meines Lebens zurück. Und dafür läuft unten dann eine kleine Anzeige durch. Und das ist eben die Zeit, die ihr habt, um wieder Schaden anzurichten. Und ganz wichtig ist eben, ihr müsst genau die Person treffen, die euch eben den Schaden verursacht hat. Und so könnt ihr dann auf jeden Fall im Kampf auch Leben regenerieren, ohne dass ihr euren Proviant einsetzen müsst. Und wenn ihr dann schon bei Zähne zusammenbeißen seid, dann könnt ihr auch hier unten eben den nächsten Adrenalinpunkt mitnehmen. Und dann habt ihr schon drei Felder, die ihr nutzen könnt im Kampf. Das sind so die Skills, auf die ich am Anfang hinarbeiten würde. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber das hier ist erstmal für Anfänger gedacht. Und es wird nochmal ein Video kommen zu fortgeschrittenen Skills quasi. Also was kann man nochmal skillen im Endgame? Was ist interessant? Was macht Spaß? Und was unterstützt vielleicht auch euren Spielstil. Ich bin eher so der Nahkampftyp und ich denke, das spiegelt sich hier auch ganz gut wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen nach oben von euch wäre mega gut, denn das unterstützt den Kanal, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.